Ja, grüßt euch zum neuen Video. Heute haben wir hier Gersten dreschen, wie man sieht. Der Vater schon der erste, baut Titan. Das ist jetzt der grüne. Ein paar Meter haben wir schon, wie man sieht. Da steht der Kipper, der Krone und der kleine Johnny. Den wir abfüllen. Ich habe extra lange Ärmel angezogen, damit es nicht so weiß, und lange Hosen. Lange Hosen ist super, langärmig, wollte ich nicht am Hals oben beißen, so ein bisschen, sonst beißt sie nichts. Ab und zu mal die Nasen durchputzen und ein bisschen was trinken, dann geht das schon. Man sieht, das staubt recht gescheit. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, jetzt fahrt gerade wer anders, aber ich war gerade die ganze Zeit dabei. Ich habe bloß kurz mal schauen müssen, dass der wieder wegkommt mit dem Kipper. Dann müssen wir gleich wieder kommen. Der blaue Kipper nehmen wir noch her, den Lastbahnkipper, weil da kommen wir auch leicht. Oder gerade so mit dem grünen, mit dem roten schon leichter. Genau, Stroh ist recht trocken, also ist schon relativ trocken. Es trocknet natürlich auch schön, wenn es schon kleine Schwaden liegt. Verluste haben wir angeschaut, aber da haben wir jetzt keine gefunden. Wir haben extra so eine Schale geworfen, da waren zwei Felder voll. Und ich denke, das ist ganz okay. Klar, das Grüne hier, das trischt dann nicht raus. Aber sonst schaut das echt super aus. Den anderen, den es im Video gibt, der mit dem 380er Schneidwerk, der ist leider ein Keilrahmen hier geworden. Der vom Antrieb, vom Hauptantrieb. Den werden wir gerade richten. Vielleicht läuft der heim noch. Ich weiß nicht, ob man nochmal rumfährt. Für den Acker wird er wahrscheinlich gar nicht mehr kommen, brauchen. Vielleicht fahrt er dann gleich zum anderen, weiß ich nicht. Ja, bauen wir jetzt vom anderen Mähdrescher aus, oder hat er schon. Dann schauen wir, dass wir wieder zusammenkriegen. Und dann kriegen wir das noch. Machen wir morgen spätestens fertig, die Wintergersten. Und dann kommt Sonntag wieder zum Pressen kommen, der Braun. Müssen wir natürlich ein bisschen schwadern. Weiß ich nicht, wie das vom Schwader her ausgeht. Irgendwie drei auf eine zusammen oder so. Dass nicht zu viel hin und her ist. Jetzt können wir dann vielleicht auch noch Drohnenaufnahmen vom anderen, wenn wir morgen nochmal dreschen, heim leider nicht mehr, weil ich es nicht dabei habe. Dass wieder runterklappt, den brauchen wir ja jetzt nicht. Den haben wir so gekauft, wie der so runterklappt war. Ich weiß nicht, ob der Original auch so ist, ich glaube schon. Es funktioniert auf alle Fälle so recht gut. Ja, hier haben wir jetzt noch ein paar Meter, ich weiß nicht, es waren drei Fahrgassen, glaube ich, noch. Also irgendwo so 50 Meter. Na, drei Fahrgassen, ja. Keine Ahnung. Auf alle Fälle kriegen wir das schon noch. Da hinten, glaube ich, kommt jetzt der Kipper schon. Ja, es kommt auf alle Fälle noch mehr zum Dreschen. Dann noch Wurz dreschen, Lupinen, Sommergersten. Wird alles so droschen hoffentlich mit denen. Der Grüne, also wir haben mit den Grünen jetzt fast den ganzen Acker außer einmal außen rum. Das hat der andere Rote gemacht. Ohne Bahn hat er geschafft. Und der drischt jetzt schon den ganzen Acker. Das Haus hopper hier. Leider haben wir ein paar Distelnester drin, die müssen wir einmal bekämpfen. Da fahren wir es ein bisschen langsamer, dass er das alles schön durchkriegt. Dass die Räder nicht so belastet werden mit dem Gärtnerzeug. Sonst weiß ich jetzt nichts. Wenn wir morgen dann weiter dreschen, werde ich ihn wahrscheinlich nochmal ausblasen und schmieren. Daheim. Ja. Den anderen, den roten nicht, weil der hat ja nicht viel Rost, ne? Aber den Gräner da. Wir haben beim blauen Kipper oben die eine Wandreihe runter gemacht. Danach kommt der Rahmen für die Heckklappe, den können wir nicht runter machen. Der war zwar noch recht für den Gräner da, weil der ein bisschen tiefer sehen kann, der Kipper. Aber wir lassen das Luftfahrwerk runter, der Luftfahrwerk der Kipper. Lassen wir runter, dann ein bisschen schräg stellen, wenn es geht.
Dann geht es nämlich leicht. Now. Gut, dann fahre ich mal wieder mit. Ja gut, Dreschen haben wir jetzt fertig, da habe ich leider gar nicht mehr so viel Film gekriegt. Weil heute war beim kleinen Drescher der Dieselfilter zu, da war schon ein bisschen Dreck drin. Das war so ein Vorfilter, den habe ich leider in den Augen gemacht und nicht geschaut. Aber jetzt läuft er wieder. Derzeit haben wir mit dem roten Drescher auch schon alles draus. Ich glaube, das waren nur so 2 Hektar, das war dann gleich weg. Ja, gut. Dreschen ist dann fertig quasi, erstmal für den Winter geerstner. Eine 7 Hektar. Haben wir jetzt, ich weiß nicht, was wir jetzt heim, wie lange wir jetzt heimdruschen haben. Gestern haben wir hier für das hier, sind ungefähr 5 Hektar. 8 Stunden druschen, aber mit abtanken. Diesmal am Feldrand. Weil wenn man durchgängig druschen tut, glaube ich, schafft man 1 Hektar in der Stunde und abtanken halt während der Fahrt. Dann wird das, glaube ich, eher 1 Stunde, 1 Hektar. Weil man kann schon recht zügig fahren, dadurch, dass natürlich der Drescher lange nicht ausgelastet ist mit dem 3,20 Meter Schneidwerk. Da spielt er sich natürlich. Das merkt man voll, weil der nie irgendwie richtig, dass der Motor richtig arbeiten hat müssen. Das ist mehr so, ja, quasi der Drescher so ungefähr was nächstes mit dem kleinen Schneidwerk mit da. Ich hätte gerne nochmal ein größeres, ein 450er, wo sie auch gegeben hat. Aber das habe ich jetzt leider noch nicht gefunden. Und darum muss es jetzt erst einmal mit denen gehen. Aber es geht ja auch. Man kann so schnell fahren, wie das Schneidwerk das aufnimmt. Und das ist relativ schnell, finde ich. Und dadurch, dass das ein 5-Schüttler ist und mit 2 dann hat, geht es schon mal richtig schnell. Ich habe da gestern Nachmittag hier schön entspannt die 5 Hektar wegdroschen mit einem Meter, weil der andere alleine gegangen ist. Da hat es überhaupt nichts gefeilt. Ich mache jetzt immer 3 Bahnen auf eine Schwart, dass dann Press morgen kommen kann. Dann kann ich das schön zusammenpressen, weil ich glaube, die Freiheit ist jetzt nicht so, wenn sie jede Bahn einzeln auffahren muss. Hat er zumindest gesagt, der Braun, dass ich das schaden muss. Dann habe ich gesagt, ja gut. Aber ich denke, 9 Meter quasi gedroschen und ein Schwad mit Verluste vom Schwadern, denke ich, glaube ich, schafft das schon. Soll ich nicht so haben. Ich muss ein bisschen Gas geben, ich finde. Ja, was noch? Gut, bis auf den Onorema, aber der war schon auch davor so grenzwertig. Man hätte es eigentlich denken können, dass er anreißt, aber man hat es halt gedacht, man probiert es nochmal. Ja. Jetzt halt im Nachhinein sagt man natürlich, ja, jetzt einfach wirklich fertig. Ja, ich habe aber ganz andere Rema im Mähdrescher, die wesentlich schlechter ausschauen, die haben uns einen so durchgehalten, also ist überhaupt nichts gefeilt. Klar, das erste Jahr hier, das wird sowieso nicht perfekt dreschen und so. Der eine, der rote, der saut ist der Antriebssauer noch mit Öl. Der grüne ist jetzt dicht. Also ich glaube, der grüne ist komplett dicht jetzt. Der saut, glaube ich, gar nichts mehr. Heute früh habe ich nochmal eine Leitung nachgezogen vom Antrieb. Die war noch nicht ganz fest. Sonst, glaube ich, ist der jetzt perfekt dicht. Also das freut mich ja schon mal, wenn der dicht war. Den roten kriegen wir auch noch dicht. Was mich am Gräner so ein bisschen stört, ist, dass er das kurze Rohr hat. Das merkt man schon beim lauen Kipper, da kommt das schon schlecht. Aber wenn man mit dem roten einmal drischt und dann anlangt, gar kein Problem. Und mit dem Gräner, da zieht das halt immer hin. Ja. Aber es ist auch gegangen. Hat sich jetzt auch nichts gefeilt. Dauert halt ein bisschen länger. War vielleicht noch einmal der Hektar mehr gegangen. Na, schmarrn. Ich habe einen Schwader recht hoch eingestellt, dass man jetzt so viel Storner und Zeug mit neuen Schwadern. Und
Frage, wenn du weißt und nicht so recht, was ich da mache. Ich glaube, wir schaden da. Zwei Frage, wenn du schaden. Weil hier ist ein Acker, da auf dem Acker, das merkt man, aber da drin ist irgendwo die Flugfurche. Da wollen wir jetzt dann gleich wieder durchfahren. Da ist. Die muss man vielleicht in die Jahre mal ein bisschen besser wegkriegen, weil das ist ja auch kurz Zustand. Mit der Samaschi noch ein paar Mal da drüber fahren oder Oberlenker beim Acker irgendwie anders da einstellen, dass die nicht so tief wird. Das ja, also ist irgendwie schon schlimm. Die letzten paar Jahre ist irgendwie immer schlimmer geworden. Habe ich so das Gefühl. Im Acker ist auch, naja, geht. Manche Felder haben richtig buckelt und schürf und alles. Das sind aber schade Beeren. Wenn mit einmal Geiselig drüber fahren, dann haben die halt auch nicht eben. Dann haben die genauso buckelt wie über das Kacker, die drüber fahren. Das kriegt die Geiselig nicht eben. Da müssen wir sich irgendwie Gedanken mal machen in der Zukunft. Aber das sieht man dann schon. Das ist ein Schwal und da fahre ich ja nichts. Ja. Das ist halt der einzigste Nachteil, wo ich sehe, dass man schwalen muss. Oder müssen tut man nicht, aber sollte man. Am besten einer Grad. Ja. Sonst vom Korntank her, wir haben jetzt der Acker, ich weiß nicht wie lang der ist, kann die vielleicht mal messen. Zweimal hinter und zweimal vorkommen, also vier Bahnen, dann war der Tank ran voll, ganz drüben. Ist glaube ich mehr dort gestanden oder der Acker wird da länger, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass der mehr dort gestanden ist, dass so ein paar Meter immer nicht rausgegangen. Dann haben wir einfach bloß noch hinter und vor gefahren und dann ausgeladen. Waren wir dann lieber, als wie wegen 3-4 Meter dann nochmal die Bahn dann nochmal zu Ende fahren. Ja. Ansonsten rieselt wieder alles oben raus und dann brauche ich auch nicht rechnen, wenn ich alles am Boden dann wieder hieß. So, von der Verlustschale haben wir auch geworfen, habe ich die dabei? Nein. Da war. Ich weiß nicht, wie das bei den Großen ist, wir haben da so eine kleine mit dazu gekriegt, die wo dann auf der 3 Meter Schneiweg irgendwie ist, weil die Großen haben ja alle für 6 Meter, glaube ich, oder für sowas. Oder 5, 4 oder 5 Meter irgendwie so haben die, glaube ich, gebaut. Wir haben da so eine kleinere und die hat 40 gezeigt, ich weiß jetzt nicht. Das war ja so früh ungefähr auf so hoch. Was die Kernel voll waren, so ein Kastel, so ein Kastel ungefähr. Finde ich jetzt halt eigentlich nicht voll. Man sieht es ja dann später beim, wenn hier mal das Getreide wächst, wie heißt es jetzt? Keine Ahnung, wenn hier halt das Getreide dann wächst, was halt daneben gegangen ist, mir fällt es jetzt nicht, ey. Die Verluste halt. Die gehen jetzt dann auf, denke ich. Hoffe ich. Und dann sieht man, wie gräher das ist. Ob es viele Verluste waren oder wenig. Und ich hoffe mal wenig. So vom Dreschen her, der Grüne, der Drisch, meiner Meinung nach perfekt. Das war da vorne besser oder schlechter. Ich denke nicht, dass das ein anderer Drescher recht viel besser hingeht. Klar, es geht immer irgendwo was. Aber dafür, dass der Drescher 50 Jahre alt ist, ist das ja top. Der rote, da habe ich noch nicht ganz rausgefunden, der drischt die Ähren teilweise nicht sauber aus. Und ab und zu ein bisschen Stroh mit dabei. Vielleicht hätte man da den Wind noch ein bisschen stärker einstellen sollen. Und Dreschkorb hätte man auch noch enger, aber der glaube ich geht auch gar nicht enger. Weiß ich nicht, der hat das ein bisschen rumgebaut, der hat die Granerbleche hat er ausgebaut. Die haben die anderen schon noch drin. Die braucht man einfach einklappen. Mit dazu schalten, also wenn das klappt. Da muss man noch schauen. Sonst der andere, der kleine Mäderscher, da kriege ich die Scheiben eigentlich heim. Ich weiß gar nicht, ich habe heim noch nicht geschrieben, ob er schon fertig hat. Die werde ich wahrscheinlich Montag nächste Woche oder irgendwann nächste Woche mal holen. Dass wir ihn dann vielleicht für den Weizen oder Sommergärtchen zum Dreschen haben, dann geht es mit 3 los. Aber ich muss auch sagen, 2, wenn die voll dreschen, glaube ich, dann hat der, wo abfahrt, schon was zum Tor, glaube ich.
Weil die bringen schon Zeug her, bis du das schaust. Wir haben da, am Anfang haben wir ja hier zu zweit so ein paar außen rumgefahren, da war der Kipper gleich voll. Das ist dann auch nicht mehr so schnell gegangen. Und der Heint, da haben wir ja kurz mal zu zweit gefahren, bis du das schaust, ist der auch kaputt. Also, wenn du zu dritt fährst, keine Ahnung, es geht ja schneller wieder vor dann. Also ich habe jetzt ja nichts dagegen, ich bin ja selber gefahren, den Acker hier bin ich komplett, ja, die Meereszeit nie gefahren, alles wie gefahren, weil immer wer anders fahren wollte. Aber so vom Staub her oder so, klar, ab und zu gibt es, weiß nicht, entweder dreht sich der Wind recht komisch oder so, der bläst seinen kompletten Dreck direkt ins Gesicht, das ist richtig blöd. Aber sonst, wenn der Wind schief geht und so, ist richtig entspannt. Also klar schaut man dann noch aus wie Sau, ist komplett schwarz im Gesicht und alles. Und das in der Nase drin ist auch nicht so schön und bleibt auch nicht so gesund, weiß ich nicht, andere auch dafür. Aber das ist jetzt kein Problem, dass es alles drin ist. Wir haben jetzt 7 Hektar draußen. Ich war davon vielleicht 6 Hektar dabei, weil ich habe dann bei den letzten 2 Hektar habe ich mehr gekriegt, dass ich duschen. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass das ein bisschen staubt. Manchmal eine Kabine aufbauen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kabine kriege ich so oder so nicht dicht, weil irgendwo kommt der Staub überall. Und dann ist da drin zweitens eine Sau heiß und Klimaanlage finde ich so schmarrn, weil erstens für den alten Drescher eine Klimaanlage kaufen, kostet genauso viel wie der ganze Drescher. Und ja, dann weiß ich auch nicht. Da kann ich es mir dann ersparen. Dann kann ich gleich irgendwas anderes kaufen, wo eine Klimaanlage hat. Und dann kostet es genauso viel. So ungefähr. Aber ich finde es auch gut, dass wir jetzt mehrere haben, die funktionieren, weil gestern hätte ich jetzt bloß einen gehabt und war der eine kaputt gewesen, dann hätte ich halt nicht dreschen können. War dann wieder blöd gewesen. Und so ist halt einer weitergefahren, so wie ich es mir davor gedacht gehabt habe. Darum haben wir mehrere. Dass es einmal 4 wären, habe ich zwar nicht geplant gehabt, eigentlich waren es erst einmal 2 geplant. Dann noch ein dritter zum Ausschlachten, das hat sich aber dann irgendwie wieder erledigt gehabt. Dadurch, dass der zweite, der kleine war, eigentlich nicht mit dem anderen zusammenpasst hat, wollte dann einen dritten, der wohl läuft, noch haben eigentlich. Aber da er der dritte 2 gehabt hat, einen zum Ausschlachten eigentlich und einen zum Dreschen, müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Wir müssen mal den einen, den wo wir schon den Innenlehm rausgebracht haben, noch fertig machen. Jetzt dann nach dem Dreschen irgendwann einmal Richtung Herbst, Winter, dass der fertig wird. Und dann zeigen wir schon nächstes Jahr, vielleicht einmal mit 4 irgendwo hintereinander dreschen. Hätte jetzt schon Lust drauf. Da bin ich schon gefreut. Drohnenaufnahmen können wir jetzt nicht, leider. Gestern habe ich es nicht dabei gehabt und heute habe ich es auch nicht dabei gehabt. Nein. Ich habe es heute extra noch geladen, heute dafür, weil ich gedacht habe, ich nehme es noch mit. Aber dann ist das mit dem anderen Drescher dazwischen gekommen und dann war es das wieder alles. Wir haben heute übrigens an, ich schau mal kurz nach, welches Datum wir heute haben. Weil es interessiert bestimmt auch welche. Wir haben einen 8. Juli. Ist der Samstag. Morgen ist Sonntag, ich weiß nicht. Soll man eigentlich nicht so viel arbeiten. Aber irgendwie ist es so jetzt ausgegangen. Ich weiß nicht, was am Montag für wieder wieder sagt. Oder nicht mal Sonntag dreschen müssen. Und Sonntag dreschen mag ich eigentlich nicht. Weil dann kann man ja mehr Zuschauer wie helfen. So hat das ja super hingehaut, finde ich. Ja, jetzt nicht so viel labern. Ich habe jetzt schon 3 Bahnen so geschwadert, wie ich den gelabert habe. Langt jetzt schon wieder. Dann glaube ich, langt es aber für das Video wieder. Ich glaube, Stroh am Fahren kommt ins nächste wieder mit rein. Ich hoffe, ich schaffe da was zu filmen, dass ich die Kamera nicht vergesse, weil ich schaue aus. Und dann sage ich, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Ja, das werden noch ein paar Schwaden. Da habe ich noch ein bisschen was zum tun.
Aber das schaffen wir heute schon noch. Die anderen machen wir morgen, die anderen ab. Gell? Gut. Dann bis zum nächsten Video. Stroh haben wir jetzt daheim, haben jetzt 91 Ballen. Hatte ich schon wieder rangezoomt, das Handy, ich habe nicht die Kamera, ich weiß nicht, wo die ist. Also so. Haben jetzt 91 Ballen geworden, haben 7 Hektar. Ja, passt eigentlich, haben über 10, Hektar, über 10 Ballen pro Hektar. Ist dann ein guter Ertrag. So, aber hoch, das der Weizen, die Gersten. Und da kann man sich jetzt nicht beschweren. Ich habe die diesmal 9 in die Höhe gestapelt. 9 Ballen in die Höhe. So. Ganz hinten geht es nicht, um das 8 Platz. Und da, wo der die Eisenseile ist, da haben wir das 7 Platz. Weil da die Höhe begrenzt ist. Aber in der Mitte nur mehr Platz. Und dann komme ich mit der Greifschaufel immer hoch zum Runterheben. Jetzt muss ich halt oben 2 runterheben mit der Greifschaufel, dann geht's. Zu den obersten komme ich jetzt nicht hin. Aber dadurch spare ich mir jetzt eine ganze Reihe Stapel. Habe ich jetzt mal ausprobiert, schauen wir mal. Gut, man sieht es vielleicht auch schon, ich habe da schon meinen Messstab näher geschoben. Ich habe gerade schon gemessen, wir sind jetzt bei 42 Grad. Haben wir jetzt in der Mitte vom Ballen, ich habe es gerade schon ein paar Meter gemessen. Muss man erst einmal reinschieben, dann habe ich gesagt, irgendwas mit 60 Grad oder so. Dann warten wir ein bisschen, bis das abgekühlt ist, weil durch das Reinschieben wird dann natürlich warm, der Messstab vorne. Dann ist er natürlich falsch. Da ist einmal wieder kälter geworden. Das ist natürlich jetzt hat 40 Grad rum, weil es in der Sonne gelegen ist und dann steht zusammenpresst worden ist. Wäre auch schlecht, wenn es nass wäre, weil dann wäre es ja, dann würde es ja schimmeln. Ja, ich mache das jetzt nochmal morgen und dann schauen wir, wie abends dann an. Von der Temperatur, weil das schaltet man wieder aus. Das haben wir nochmal 0,2 Grad weniger, wird immer kälter. Das ist eigentlich zum Getreidetemperatur messen. Apropos Getreidetemperatur messen, also muss man dann oben im Silo schieben. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt dieses Mal geht, weil ich glaube, es ist nur so viel drin. Der Ertrag, glaube ich, ist irgendwo bei 7 Tonnen pro Hektar. Glaube ich, wenn ich mir nicht verrechnet habe, muss ich nochmal nachschauen. Ich weiß auch nicht, wie voll das Ziel ist. Wir müssen hier den Mähdrescher rausfahren. Ich lasse das immer gerne oben. Ich weiß auch nicht, eigentlich sollte man es rüber lassen, aber der Grüne, was wir nicht angeschaut haben beim Kaufen, war der auch oben, der hebt das auch oben. Der hier eigentlich auch ziemlich. Das ist eigentlich lieber, weil man muss Gas geben, damit die Hydraulik funktioniert. Und wenn er kalt ist und Gas geben, finde ich immer nicht so toll. Wenn er länger steht, lasse ich ihn schon mal runter. Wenn er bloß jetzt über Nacht drin steht, dann lasse ich ihn einfach mal oben. Ist aber jetzt auch egal. Der Krone, der muss noch ein Stück vor. Und dann können wir da hinten das Gebläse anstecken. Dann können wir den über Nacht einmal belüften. Hier steht das nämlich. Das Gebläse, dann kommt der Schlauch daran. Ich möchte das hier vorne mal zeigen, wo der hinkommt. Hier an den Kanal kommt der Reh. Und dann blasen wir kalte Luft über Nacht rein. Ja, irgendwann so um, weiß nicht wann ist man einschalten, um 10 Uhr oder so einschalten, wenn es halt schon kalt ist draußen. Da kann man auch warme Luft reinblasen, dann kann man es ein bisschen trocknen. Oder auf alle Fälle, ja, ich denke 1-2% Feuchtigkeit kann man schon runter trocknen, glaube ich. Immer richtig schön heiß und schwüle Luft reinblasst, wie Hein ungefähr, dann geht das schon was. Ja, belüftet wird das einfach zum Kühlen, also jetzt, in dem Fall nehmen wir jetzt kalte Luft reinblasen, einfach zum Kühlen und das haltbar ist. Ja, das sind so die Gründe dafür. Das lassen wir nochmal eine Nacht laufen, dann glaube ich langt es ja schon. Ich weiß nicht, wie viel drin ist, ich habe letztes Mal geschaut, aber da war noch nicht so viel drin, da war noch nicht so viel Druschen gehabt. Das ist ja am ganz hintersten drin. Ganz vorne ist nur vom letzten Jahr weit Gersten drin. Ja. Das ist übrigens der Abfall, wo die Getreidereinigung raus. Also richtige Reinigung ist drin, aber so ein Lüfter, was der rausblasen hat. Ab und zu schon mal ein Kernel dabei. Sonst, ja. Gefühlt war es auch schon mal mehrere Klumpen, wo da rausgekommen ist. Eigentlich ist der Sack da unten drin, unter dem Rohr.
Das Problem ist, irgendwie funktioniert dieses Drum hier nicht richtig. Der blast mal oben den ganzen Dreck raus. Ich habe jetzt auch schon überlegt, das ganze Drum weg, das Rohr da einfach verlängern bis dann um. Dann einfach jetzt mal beim Dreschen da Rohr hinstecken und dann einfach den Acker umblasen. Dann ist das auch voll der Scheiß. Alter, so hast du hier immer überall den Dreck. Ich brauche da oben jetzt ein paar wieder runterkommen, wenn es ringt, dann poppt das alles an, geht es wieder überhaupt nicht zum Kehren. Ja gut, ist ja egal. Ich räume jetzt mal wieder das ganze Zeug. Ich werde jetzt mal einen Kipper nehmen, die Strohballen hinstellen, weil die ersten paar Tage traue ich die nicht mehr nicht so, dass da irgendwas steht, wo egal ist, wenn der Stroh umfällt. Stellen wir einen Kipper hin, beide Kipper. Die Bulldogs müssen halt mal draußen stehen, Tag. Weil ich habe jetzt auch nicht so recht am Blut. Ich mag, habe jetzt auch keine Lust nicht mehr. Dann das da hinstellen, dass das alles drin steht. Dann stellst du mal einen Tag oder zwei draußen, ist auch egal. Es ringt eh nicht und wenn es ringt hat, weiß man noch gleich lieber. Was ich mir nicht so gern habe, ist, wenn die Sonne drauf scheint auf das ganze Zeug, weil die Kabine halt alles Plastik ist und ich glaube, das hält das nicht so aus. Gut. Dann räume ich mal ein und dann sehen wir uns später wieder. Also für das Video war es ja wieder. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne da mal nach oben gehen. Das ist zwar ein kurzer und nackiger Schluss, aber mir hat es nicht gefilmt. Geht am nächsten Video weiter. Und dann pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.